Herzlich willkommen zu einem weiteren Seminar in unserer Reihe Research and Science. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Ursula Sauer, Geschäftsführerin der Brainlight GmbH. Und die meisten von Ihnen wissen das schon, Jochen Hufgard, mein Lebens-, Liebes- und Geschäftspartner und ich, wir haben das Unternehmen Brainlight GmbH vor über 34 Jahren gegründet. Ich freue mich auf unseren Gast heute. Wir haben nämlich heute Markus Specht zu Gast mit einem Vortrag über ein absolutes Trendthema, gesunder Schlaf, was brauche ich? Er stellt uns Forschungsergebnisse und therapeutische Ansätze vor zum Thema nachts gesund schlafen. Markus ist Diplompsychologe, psychologischer Psychotherapeut, Somnologe und er leitet das Zentrum für interdisziplinäre Schlafmedizin an den Helios-Kliniken in Wiesbaden. Er hat zusammen mit Wolfram Krug die 10 Brainlight-Programme Nachts gesund schlafen mit Brainlight konzipiert und selbst gesprochen. Vielleicht kennt der ein oder andere von Ihnen diesen Programmblock. In seinem Vortrag wird Markus auch aufzeigen, was jeder selbst dazu tun kann. Nämlich, was brauche ich denn, um Schlafstörungen vorzubeugen? Ja, also, aber hören wir ihn doch selber. Ich übergebe dir das Wort und die Bühne. So, hallo, guten Abend zusammen. Ich teile jetzt erstmal meinen Bildschirm. So, und jetzt muss ich dahin gehen. So, jetzt kann es losgehen. Ja, guten Abend zusammen, von mir auch. Ich werde mich gleich vorstellen. Heute wird es um das Thema gehen, gesunder Schlaf, was brauche ich? Und ein ganz herzliches Willkommen an dieser Stelle, verbunden mit einer ganz einfachen Frage. Haben Sie gut geschlafen? An der Stelle frage ich immer gerne, wer von euch ist denn mal von seinem Arzt gefragt worden, hast du gut geschlafen? Und oft ist es so, dass ganz wenige, wirklich ganz wenige sagen, ja, mein Arzt fragt das mal, aber der meiste Teil, das interessiert einen Behandler gar nicht. Die andere Frage ist, wir haben ja jetzt Abend, es ist schon länger dunkel, seid ihr noch wach? Und diese beiden Fragen sind für mich aber ganz entscheidend. Warum? Weil ich darüber definieren kann, ob mein Schlaf gut ist. Wenn ich nämlich morgens aufstehe und auf die Antwort gut geschlafen, auf die Frage gut geschlafen, ja sagen kann, dann bin ich ausgeschlafen. Und wenn ich jetzt abends nach zig Stunden Arbeit immer noch wach bin und fit bin, dann heißt das nichts anderes, als dass ich auch gut und erholt geschlafen habe. Vorweg meine Disclosures. Wer bin ich? Ja, mein Name ist Markus Specht. Ich leite das interdisziplinäre Schlafzentrum an der DKD in Wiesbaden und bin von Hause aus Psychologe und Psychotherapeut. Und möchte euch jetzt so ein bisschen auf die Reise mitnehmen. Was ist denn jetzt überhaupt Schlaf? Viele denken, das ist ein großes schwarzes Loch und dass wir dann jeden Abend hineinfallen und morgens da seltsamerweise wieder herauskommen. Aber nein, so ganz so ist es nicht. Mit Sicherheit ist es richtig, dass der Schlaf so eine, ich zeige euch das mal hier, so eine, schon eine gewisse Bewusstlosigkeit darstellt. Denn wenn wir alle heute Nacht um 3 Uhr schlafen, wir wissen nicht, dass wir in dem Augenblick schlafen. Wir wissen immer nur dann, wenn wir wach sind und auf die Uhr schauen, oh, jetzt ist schon wieder 3 Uhr, jetzt ist 3.30 Uhr. Aber für den Schlaf selber haben wir eine Amnesie. Das darf man aber nicht verwechseln mit einem Koma- oder Narkosezustand. Das ist was ganz anderes. Und Schlaf, und das kennt jeder, glaube ich, der immer 1, 2, 3, 4 Nächte schlecht geschlafen hat, der ist am nächsten Tag nicht mehr fit. Das Schlaf ist unsere Erholungs- und Aufbauphase. Und Schlaf wird, wie wir das hier sehen können, das ist die älteste Hirnregion, in unserem Stammhirn produziert und hervorgerufen. Schlaf ist aber auch
durch gewisse körperliche Aktivität, aber kaum vorhandener Wahrnehmung der Umwelt gekennzeichnet. Wir sind, wenn wir schlafen, sehen wir nichts, hören nichts, riechen eigentlich nichts. Ja. Und tatsächlich ein Drittel unseres Lebens verschlafen wir. Also wenn ihr 60 seid, werdet, wart, dann habt ihr innerhalb dieser 60 Jahre 20 Jahre geschlafen. Und das soll keine Bedeutung haben, dieser Zustand in unserem Leben. Aus meiner Sicht hat es das, sonst würde ich jetzt hier nicht referieren, weil ich das ganz wichtig finde. Aber das mit großer Sorge betrachte ich, dass genau das in unserer heutigen Gesellschaft viel zu wenig Beachtung findet. Das Schlafen. Schauen wir uns Schlaf noch ein bisschen genauer an. Schlaf ist eingebettet in eine ultradiane Rhythmik. Was bedeutet das? Im Winter, wenn es draußen länger dunkel ist und wir eigentlich keine äußeren Zeitgeber hätten, also nicht arbeiten gehen würden, dann würden wir eine Stunde länger schlafen als im Sommer. Schlaf hat aber auch eine zirkadiane, also eine tagesähnliche Rhythmik. Also wir stehen morgens auf und gehen abends ins Bett. Wann das aber ist, also wann ich morgens gerne aufstehe und wann ich abends gerne ins Bett gehe, das hat von unserer inneren Uhr, mit unseren inneren Uhr zu tun. Und ihr kennt das wahrscheinlich alle, die Lerchen, das sind die Frühaufsteher. Die stehen so wie ich gerne um 5 aus und los geht's. Und die Eulen, das ist meine Frau zum Beispiel, die steht gerne morgens so um 9 oder um 10 Uhr auf. Das ist einfach tatsächlich genetisch bedingt, wo unsere innere Uhr unsere Schlafphasen hinlegt. Gehen wir noch ein bisschen weiter in den Schlaf rein. Im Schlaf gibt es eine stark organisierte Abfolge von bestimmten Zuständen. Wir nennen das auch Schlafstadien. Und diese Schlafstadien wechseln sich rhythmisch im Schlaf ab. Und das bildet sich so ein bisschen hier in diesem vermeintlichen Krickel-Krackel ab. Das ist eine sehr schöne, ja, Schlafzyklik. Gucken wir uns später nochmal in einem Live-Bildschirm vielleicht an. Diese Schlafstadien finden genau nämlich in dieser rhythmischen Abfolge statt, die ihr seht. Und das Wichtige aber zu wissen ist, wir werden 12-mal nachts wach unter Umständen. Das ist ganz normal. Nur, ob wir das am nächsten Morgen wissen, dass es genau 12-mal war oder vielleicht doch nur 1 oder 2-mal, das hat mit der Amnesie zu tun, die wir im Schlaf eigentlich haben. Also das Ziel, 8 Stunden am Stück komplett durchzuschlafen, ohne irgendwas mitzubekommen, ist nicht die Realität und auch nicht das Ziel irgendeiner Therapie oder auch irgendeines persönlichen Ziels, was das Schlaf angeht. Für was ist Schlaf noch wichtig? Und denk in der aktuellen Corona-Situation, in der wir immer noch so teilweise drin hängen, ist das Thema Immunabwehr ganz bedeutend geworden und ganz wichtig. Es ging ja da ganz viel um, was schützt mich, welche Körperteile sind da in einer bestimmten Rolle. Und da ist es ganz klar, der Schlaf spielt eine entscheidende Rolle. So schlafen zum Beispiel Menschen mit Infektionen. Also wenn ihr mal eine Erkältung habt, schlaft ihr normalerweise länger, seid tagsüber oft müder und erschöpfter und schlaft auch am Tag. Auch zum Beispiel, wenn man mit Tierversuchen das macht, und die infiziert mit irgendwelchen Erkältungsviren, verlängern die ihren Schlaf von der Menge her. Und umgekehrt, durch Schlafentzug schwächt man eben Prozesse der Infektionsabwehr. Also Schlaf hat vor allen Dingen auch was damit zu tun, dass wir uns gegen die im Alltag befindlichen Viren, Bakterien und sonstige Krankheitserreger gut wehren können. Die Frage ist letztendlich also, warum schlafen wir? Tatsächlich ist die Einschlafphase, Stadium 1, weiß man noch gar nicht. Ich sage immer, das ist einfach so der Schalter zwischen Wachsein und Einschlafen. Das Schlafstadium 2, wir nennen das leichten, stabilen Schlaf. Da sind zum Beispiel relevante Sachen, das Lernen wird hier sehr deutlich unterstützt und hat aber auch mit Sicherheit eine Bedeutung der Löschung unwichtiger Inhalte. Warum ist zum Beispiel das Löschen wichtig? Wenn ihr jetzt überlegt, ihr könntet euch heute Abend an jede Sekunde eures Tages heute erinnern und morgen auch, dann wäre ja irgendwann ja, das Gehirn komplett voll, auch mit ganz unwichtigen Dingen. Und genau das ist zum Beispiel wirklich eine Aufgabe
unwichtige Inhalte löschen. Und umgekehrt, und jetzt kommen wir zur Funktion vom Schlafstadium 3, lernen wir, verbessern wir unser Gedächtnis im Schlaf, wie zum Beispiel im Tiefschlaf, das deklarative Lernen. Und gerade aber der Tiefschlaf, das ist die Phase, in der wir uns am meisten erholen, in der wir entmüden. Eine ganz besondere Bedeutung kommt dem Stadium REM, Rapid Eye Movements, Traumschlaf, zugute. Da geht es auch um Lernen, aber eher um prozeduales Lernen. Lernen komplexer Zusammenhänge oder auch motorisches Lernen wie Radfahren und Snowboardfahren oder alles andere, was mit Bewegung zu tun hat. Aber ganz wichtig ist, dass wir, wenn wir träumen, unsere Emotionen verarbeiten. Wir durchleben letztendlich im Traum potenziell gefährliche Situationen. Wir üben gefährliche Situationen im Traum, damit wir im Alltag besser vorbereitet sind. Und ganz interessant, beim Säugling kann man wirklich feststellen, da in REM-Schlaf findet ganz deutlich die Hirnreifung statt. Ja, dafür haben wir Schlaf gebraucht. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, wenn wir eine Schlafstörung bekommen? Mit Schlafstörung meine ich jetzt vor allen Dingen das Thema Insomnie. Das ist eine Ein- und Durchschlafstörung. Letztendlich, wenn wir also nicht gut einschlafen, wenn wir zwischendurch immer wach liegen und lange wach liegen oder wenn wir morgens 2 Stunden, bevor der Wecker klingelt, wach sind und nicht mehr weiter schlafen können. Das ist ein Kriterium. Das andere Kriterium ist eine Beeinträchtigung der Tagesbefindlichkeit. Also es muss irgendwie mich am Tag auch negativ beeinträchtigen durch Müdigkeit, durch Konzentrationsprobleme, durch schlechte Stimmung oder auch Sorgen um den Schlaf. Muss ich euch eine Geschichte erzählen, ganz kurz. Und zwar, ich frage immer meine Patienten, so etwa wie lange braucht ihr denn zum Einschlafen? Und ein älterer Herr sagte mir mal, ah, Herr Specht, so eine halbe Stunde. Und da hatte ich mich schon gefreut, ah, halbe Stunde, das hört sich nach Einschlafstörung an, also Insomnie. Und dann habe ich ihn weitergefragt, ja, was machen Sie denn in dieser Zeit? Und dann hat er gesagt, oh, in dieser Zeit denke ich nach. Und dann habe ich gedacht, jawohl, Einschlafstörung plus Grübelneigung. Toll, da kann man ganz viel machen, dem kann ich gut helfen. Und dann habe ich ihn aber gefragt, sag mal, so in dem Sinne, was beeinträchtigt denn dich das? Und dann sagte der ältere Herr, nee, überhaupt gar nicht, ich genieße das sehr. Ich liege im Bett und lasse so vor meinem inneren Auge den ganzen Tag ablaufen. Und irgendwann schlafe ich darüber ein und finde das ganz toll. Dann war das damit, obwohl er eine halbe Stunde zum Einschlafen gebraucht hat, keine Schlafstörung mehr. Was anderes brauchen wir noch? Wir müssen diese Störung haben, obwohl wir adäquate Möglichkeiten dazu haben. Das heißt, wir brauchen es warm, wir brauchen es trocken und wir brauchen ein irgendwie geartetes Bett mit einer guten Unterlage. Wenn jetzt im Winter wieder die obdachlosen Menschen draußen übernachten müssen, die schlafen auch sehr schlecht, aber die haben leider eben keine adäquaten Möglichkeiten. Das Ganze muss 3-mal in der Woche und mindestens 3 Monate andauern. Dann darf ich sogar eine Schlafstörung diagnostizieren, eine Insomnie. Und diese Insomnie kommt nach den neueren Daten, die man geguckt hat, so zwischen 10% und 6% der Bevölkerung betrifft das. Das ist eine ganze Menge, die wirklich krankheitsrelevante Ein- und Durchschlafstörungen haben. Wenn man sich jetzt Zahlen anschaut aus Hessen, von 2009 und im Vergleich 2017 ist die gleiche Frage gestellt worden. Das waren arbeitende Bevölkerung, die da befragt wurde. Und zwar wurde gefragt, wie oft ist dein Schlaf in der Woche wirklich gestört? Und da war ganz klar zu erkennen, 2009 haben noch knapp 20% gesagt, jawohl, mein Schlaf ist 3 oder mehrmals in der Woche gestört. Und bereits nach gerade mal 8 Jahren später sind das schon über 30%, die sagen, jawohl, mein Schlaf ist 3 oder mehrfach in der Woche gestört. Das ist eine deutliche Zunahme der Ein- und Durchschlafproblematik. Also relevant, und da stellt sich die Frage, wie kann ich das behandeln? Und
Die Therapie der Insomnie, der Therapie der Ein- und Durchschlafstörung, sieht bestimmt nicht so aus. Das ist natürlich ganz klar falsch. Warum ist das falsch? Natürlich ist es falsch, jemanden bewusstlos zu schlagen, weil er nicht schläft. Aber warum mag ich dieses, ja, es ist eine alte Postkarte, warum mag ich die so? Weil die sehr schön beschreibt, wo das Problem bei der Ein- und Durchschlafstörung ist. Die Frau, die das Problem hat, sitzt zum Beispiel im Bett. Das ist der erste Fehler. Sie liegt nicht, sie sitzt im Bett. Sie macht also etwas eigentlich mit dem Schlaf Unvereinbares. Sie hat Licht an im Bett. Auch das ist mit Schlaf nicht vereinbar. Und man kann hier merken, das, was sie sagt, dass sie mit Sicherheit sehr frustriert ist und verärgert ist und sich vielleicht auch Sorgen macht, dass sie schon wieder nicht schläft. Das heißt, sie ist emotional geladen im Bett mit Sorgen. Ja, auch das ist typisch oft für einen durchschlafgestörten Menschen. Und es geht noch einen Schritt weiter. Ihr Bettpartner, der ist so verärgert, weil, sonst würde er das wahrscheinlich nicht sagen, weil das Thema Schlaf und nicht schlafen können auch lebens- und alltagsbestimmendes Thema ist. Auch das ist typisch für Patienten mit einer Durchschlafstörung. Aber trotzdem, schönes Beispiel, aber bitte, die Methode ist falsch. Welche Methode ist denn dann richtig? Und da gab es 2017 eine Leitlinie. Leitlinien basieren immer auf wirklich exzessiver, exzellenter Beobachtung von Forschungsarbeiten. Und da reicht es nicht einfach nur mal ein paar Leuten eine Therapie machen zu lassen, sondern das sind mehrere zig Studien, die da in diese Leitlinien hineinlaufen. Und da kam dann letztendlich als Statement raus, wenn ich jemanden mit einer Ein- und Durchschlafstörung habe, dann sollte er diese kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie machen. Die gucken wir uns gleich noch mal ein bisschen an. Und Medikamente können angeboten werden, sind aber nicht Erstlinientherapie. Das finde ich persönlich ganz wichtig. Ja, wie sieht denn diese Verhaltenstherapie aus? Und die Bestandteile, die wir jetzt einzeln durchgehen, die sind alle wissenschaftlich belegt durch unterschiedliche Forschungsarbeiten. So ist zum Beispiel, denke ich, jedem klar, ich kann mich körperlich zum Beispiel durch progressive Muskelentspannung, durch Meditation oder aber auch zum Beispiel durch ein Brainlight-Programm hervorragend körperlich entspannen, aber auch natürlich gedanklich entspannen. Ob das dann andere Techniken sind wie ein Ruhebild oder ähnliches, das sind aber alles Methoden im Rahmen dieser Verhaltenstherapie. Und natürlich ist es auch wichtig, die Betroffenen über Schlaf, Schlafhygiene, wie funktioniert Schlaf, aufzuklären. Dieser Spruch, der beste Schlaf ist der vor 12, stimmt nämlich nicht. Und auch die Idee, dass jeder 8 Stunden schlafen muss, auch das stimmt nicht. Ich persönlich bin Kurzschläfer mit 6,5 Stunden, mir reicht das. Ich kann die Anfangsfrage beides mit Ja beantworten. Ja, ich bin morgens um 5 Uhr ausgeschlafen und abends immer noch fit, wie man sehen kann. Aber Psychoedukation ist wichtig. Und die erste Behandlungsmethode ist die, wie ihr vorhin gesehen habt, die Patientin verknüpft den Zustand wach, den Zustand Bett mit dem Zustand wach und sich ärgern. Und diese Verknüpfung Bett ist wach soll mit dieser Technik der Stimuluskontrolle wieder gelöscht werden. Zu Bett ist gleich Schlaf. Eine weitere sehr gute Behandlungsmethode ist die Schlaf- oder Bettzeitenrestriktion, wo die Schlafzeit deutlich verkürzt wird. Patienten mit einer Durchschlafstörung, die verlängern oft ihre Bettzeit um ja, bis auf 10, 11 Stunden. Und tatsächlich schlafen die davon nur vielleicht 3, 4 oder 5 Stunden. Diese Bettzeitverkürzung ist sogar die effektivste Methode. Natürlich geht es aber auch um mentale Techniken, um gedankliche Techniken. Einmal zu erkennen, wo ist denn mein persönlicher Teufelskreis? An welchen Teilen in diesem Teufelskreis kann ich arbeiten? Was verstärkt sich gegenseitig? Was muss ich verändern? Und letztendlich geht es um die sogenannte kognitive Umstrukturierung, sagen wir dazu. Da geht es dann dazu, wenn ich zum Beispiel nachts wach werde und bisher gedacht habe, mein Gott, ich habe nur noch 2 Stunden, dass dieser Gedanke eben ausgetauscht wird durch die Idee, ah, ich habe ja noch 2 Stunden. Das macht emotional ganz was anderes mit einem aus. So, jetzt ist es aber so, jetzt haben ja nicht alle Menschen Ein- und Durchschlafstörungen, sondern die Frage ist,
wie kann ich das einer großen Mehrheit zukommen lassen? Was ist denn eigentlich wichtig für mich aus diesen Forschungsarbeiten, die wir gesehen haben? Und da haben wir gemeinsam mit ein, zwei Kolleginnen, habe ich das entwickelt. Und zwar ging es letztendlich darum, Ideen an die Hand zu bekommen, was man selber eigentlich machen kann, wenn man immer ja, noch gut schläft, um eben keine Ein- und Durchschlafstörung zu entwickeln. Also wie eine Prävention. Und dann eignen sich sowohl zur Therapie der Insomnie, aber auch zur Prävention diese vier Schlafregeln, die in unterschiedlichen Forschungsarbeiten untersucht wurden. Ein Forschungsarbeit, ja, das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und zwar, das war in einer Schmerzklinik. Und das war ein ganz, ganz einfaches Experiment. Wir haben einer Patientengruppe etwa 1,5 Stunden einen Vortrag über gutes Schlafen gehalten. Über Entspannung, über was ist Schlaf, über Bettzeitverkürzung und letztendlich diese vier Regeln präsentiert. Und einer anderen Gruppe, mit der haben wir 1,5 Stunden progressive Muskelentspannung gemacht. Und das haben wir relativ am Anfang des Aufenthalts gemacht. Und am Ende des Aufenthalts haben wir die Patienten nochmal gefragt, wie die geschlafen haben. Und die Patientengruppe, die diese Schlafregeln bekommen haben, die hatten am Ende des Schmerzklinikaufenthalts besseren Schlaf und weniger Schmerzen. Das fand ich so toll und auch als Bestätigung für diese Regeln, dass bei einer so schwierigen Problematik wie Einschlaf- und Durchschlafstörungen und Schmerzen, die funktionieren. Sodass ich mir gesagt habe, das können wir auch übertragen. Und wir übertragen das für den Alltagsgebrauch, für die Prävention. Ganz einfach, und da sind wir schon beim nächsten Abschnitt. Was brauche ich? Ich brauche in dem Fall ganz einfach das Brainlight-Programm Nachts gesund schlafen. Warum brauche ich das? Wenn mein Ziel ist, meinen Schlaf erholsam und auch zukünftig stabil zu machen. Weil, und da schauen wir uns aber einfach nur ein paar Aspekte an. Es geht natürlich hier um die Schlafregeln, die wir oben gesehen haben, die alle eben auf dieser Verhaltenstherapie basieren. Und natürlich geht es um Entspannung. Auch das ist ja Teil der Methoden zum besseren Schlafen. Auch die Gedankenstopptechnik, mentale Entspannung. Aber auch andere Themen natürlich, wie generell entspannen können. Wie Wissen um den Schlaf. Wie eine Bestandsaufnahme, wie schlafe ich denn? Und zum Schluss natürlich in bekannter Brainlight-Manier sehr hervorragende Methoden und Ideen zum Entspannen. In dem Programm sind also alle Dinge drin, die man wissen muss auf der einen Seite, um besser zu schlafen. Und da sind alle Dinge drin, die ich ja dann auch anwenden kann, mit Anwendungsmethoden, mit Beispielen, wie ich aus diesem Programm sehr viel für mich holen kann, um darüber eben meinen Schlaf stabil zu bekommen. Fasse ich also zusammen. Es ist ganz wichtig. Erholsamer Schlaf ist für unser Alltagswohlbefinden wirklich entscheidend. Wir sehen aber, dass Schlafstörungen in der Bevölkerung zunehmen. Und allein deshalb ist es wichtig, sich darum zu kümmern, Schlafstörungen ja, präventiv vorzubeugen. Also die Idee ist, kümmere dich um deinen Schlaf. Und die dazu notwendigen Schlaf- und Entspannungsmethoden und Regeln findet man im Brainlight-Programm Nachts gesund schlafen perfekt wieder. Ja, mein Schlusswort ist, Schlaf muss wirklich extrem wichtig sein. Sonst hätte sich die Evolution nicht dafür entschieden, dass wir etwa ein Drittel unseres Lebens nicht erleben. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen eine Idee mitgeben, warum Schlaf wichtig ist. Und ja, also erstmal herzlichen Dank, Markus, kurz und knackig. Bevor wir jetzt zu den Fragen übergehen, haben wir noch einen Gast, der nämlich
auch deine Programme erforscht hat und grundsätzlich zum Thema gesünder Schlafen von denjenigen, die bei uns bei den Studien mitgemacht haben, evaluiert hat. Von daher würde ich darum bitten, Jochen, dass du dem David Lennart Stutz, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, dass du ihn bitte freischaltest. Hallo David, schön, dass du da bist. Schön, dass du es eingerichtet hast. Er wird uns nämlich jetzt ganz kurz und knapp signifikante Ergebnisse aus der Forschung der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg erklären, die wir ja auch versprochen hatten. David, wir übergeben an dich. Super, danke schön. Ich hoffe, ihr hört mich alle gut. Ja. So, dann bin ich mal so frei und teile auch mal meinen Bildschirm. Ich habe eine ganz kurze Präsentation vorbereitet. So. So. Genau, also danke Ursula für die Vorstellung. Genau, also ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und wir haben eben auch schon einige Projekte zusammen gemacht. Und auf die gehe ich jetzt nämlich ein, nämlich die, die mit dem Thema Schlaf zu tun haben. So, und da ist es nämlich so, dass wir zum einen natürlich die Studie Selbstheilungskräfte erforschen, zusammen mit Brainlight durchführen. Hier sieht man schon mal alle Ergebnisse auf einen Blick, aber ich sage einfach was dazu. Und damit haben wir angefangen im Juli 2018, also jetzt schon seit fast 4 Jahren. Und ich hatte auch einen offenen Fragenblock, der eben auf die Selbstheilungskräfte-Programme einging. Und da kam sehr oft eben die Antwort, dass sich der Schlaf verbessert hat. Ja, man fühlt sich wacher, ausgeschlafener, nachdem die Programme genutzt wurden. Und so haben wir vor ungefähr einem Jahr auch mal eine Frage mit reingenommen in unsere Befragung zum Thema Schlaf. Und das sehen wir hier auf der rechten Seite. Ich sehe es leider nicht so gut, weil es sind so viele kleine Personen so. Da war nämlich die Frage, wie wirkt sich die regelmäßige Nutzung der Brainlight-Anwendung auf Ihre wahrgenommene Schlafqualität aus? Und bei der Selbstheilungskräftestudie ist es so, dass wir 2 Zyklen haben, denen wir quasi befragen, wie hat sich die Qualität des Schlafes unter anderem verbessert, aber auch von anderen Variablen. Und hier sehen wir eben nach 21 Tagen war eben die erste Befragung. Und da sehen wir, dass fast 45% eben angegeben haben, dass sich der Schlaf verbessert hat. Und ungefähr 5% haben eben auch gesagt, dass sich der Schlaf stark verbessert hat, also die Qualität des wahrgenommenen Schlafes. Und wenn wir jetzt hier unten gucken, nach 42 Tagen hat sich das Ergebnis eigentlich im Großen und Ganzen auch nicht weiter verändert. Also wir können wirklich sagen, dass jetzt während die Programme genutzt werden, hat sich eben die wahrgenommene Schlafqualität hier bei den Teilnehmerinnen auf jeden Fall verbessert. Ja, also bei der Hälfte der Teilnehmerinnen hat sich die Qualität verbessert. Und bisher ist es eben so, dass wir, wie gesagt, erst seit einem Jahr diese Frage auch mit dem Fragebogen drin haben. Das heißt, aktuell sind es circa 200 Personen, die eben hier schon ein Statement dazu abgeben konnten. Und was wir auch festgestellt haben jetzt mit diesem Fragebogen, ist, dass Personen, insbesondere die sich sehr gut auf die Meditation durch die Programme auch eben einlassen können, auch eine verstärkte Wirkung der Programme auch auf den Schlaf wahrnehmen können. Also zum einen Personen, die sich eben auf die Meditation einlassen können, aber auch Personen, die eben das Gefühl hatten, auch wirklich durch die Meditation entspannen zu können. Und bei denen haben wir eben signifikant feststellen können, und das korreliert eben miteinander, dass diese Personen eben eine Verbesserung des Schlafes feststellen konnten. So, das ist die eine Studie, die wir so ein bisschen zum Thema Schlaf haben. Die basiert aber nicht zu 100% nur auf der Frage, ob sich der Schlaf verbessert. Und die andere ist eben mit dem Nachts-Gesund-Schlafen-Programm von Herrn Specht. Und das sehen wir hier auf der linken Seite. Das Ganze war eine experimentelle Studie, die haben wir letztes Jahr durchgeführt. Tatsächlich nur mit leider sehr wenig Teilnehmerinnen. Das liegt eben daran, dass alle Teilnehmerinnen eben ein Synchro, ein Brainlight Synchro hatten. Also waren das 20 Personen. Das Ganze haben wir zweimal durchgeführt. Also insgesamt waren es tatsächlich dann 40 Personen, die daran teilgenommen haben. Also so klein war die Studie im Großen und Ganzen gar nicht, weil sie eben noch mit sehr viel Aufwand verbunden war. Und hier haben wir eben die Schlafprogramme evaluiert, mal geguckt, welchen Einfluss haben die auf die Schläfer. Und dann haben wir eben alte Fragebögen genommen, die schon existiert haben. Hier in dem Fall ist es nämlich der Pittsburgh Sleep Quality Index gewesen. Mit dem kann man eben sehen, ob Personen an Schlafkrankheiten leiden oder nicht. Man sieht hier unten einen Score, der geht von 0 bis 21. So, und alles, was über 10 liegt, ist schon eine chronische Schlafstörung. Also kann man davon ausgehen, sollte man auf jeden Fall mal in ein Schlaflabor gehen.
Und hier war es eben so, was haben wir gemacht? Wir haben eben, die Personen haben vorher gar keine Anmeldung gehabt, haben das erste Mal den Fragebogen gesehen, haben jetzt erstmal die Programme, haben jetzt erstmal den Fragebogen ausgefüllt, ja, ohne die Programme gekannt zu haben. Dann hat man eben die Branded-Programme angewendet. Und danach haben wir dann nochmal gefragt, wie hat sich jetzt, da haben wir nochmal denselben Fragebogen gefragt. Und das haben wir deswegen gemacht, damit wir die Mittelwerte, die dadurch entstehen, eben miteinander vergleichen können. Und das kann man hier auch sehr schön sehen. Ja, also vor der ersten Anwendung, also hier wurde noch nie ein Schlafprogramm benutzt. Und da sehen wir, der Mittelwert lag hier bei 8. Also es ist quasi eine Skala, auf der man sagen kann, wie groß sind die Schlafstörungen gerade. Und nach einem Monat Anwendung, wie wir sehen, ist der Mittelwert auf 6,2 gesunken. Ja. Und diese Verbesserung, die ist tatsächlich auch signifikant. Das heißt, die ist wahrscheinlich nicht zufällig. Ja? Also sehr signifikant, sie liegt hier bei 0,007. Und das zeigt sich unter anderem eben in diesem sinkenden Mittelwertscore. Und das geht nicht nur auf diesen Insgesamtscore, sondern es geht auch auf die subjektive Schlafqualität. Die hat sich eben auch verbessert. Ja? Auch die Schlaflatenz hat sich signifikant verbessert. Und die Anzahl an Schlafstörungen und Unterbrechungen, die die Teilnehmerinnen hatten, die ist auch zurückgegangen. Ja, also wir sehen hier, dass die Schlafprogramme auf jeden Fall einen positiven Einfluss auf den Schlaf der Teilnehmerin hatten. Ja, und deswegen auch die Überschrift. Also wir sehen, dass die Programme auf jeden Fall helfen können, gesunden Schlaf zu fördern. Genau. So, hier steht jetzt noch nicht mein Name, weil ich eigentlich nur als Ersatz eingesprungen bin. Aber wenn Sie Fragen haben in diese Richtung, können Sie sich auch gerne an Herrn Gadiri wenden. Der leitet dann auch weitere Fragen an mich weiter etc. Genau, das wäre es schon von meiner Seite. Also super. Ich danke dir, David Lennert. Ganz kurz und knapp auf jeden Fall. Also super Ergebnisse. Und wir wollen jetzt ja die Fragestunde einleiten. Also die Teilnehmer, die Fragen haben, können die gerne schon in den Chat schreiben. Ich fange jetzt einfach mal an mit einer Frage an dich, Markus. Wir haben ja auch einige unter unseren Teilnehmern, die im betrieblichen Gesundheitsmanagement sich um die Gesundheit der Mitarbeiter kümmern. Und da ist meine Frage an dich, was kannst du uns denn zu den Schlafstörungen sagen, die aus den Unternehmen bekannt sind? Die werden da überhaupt in der betrieblichen Gesundheitsförderung sinnvolle Programme angeboten? Wie ist da deine Erfahrung? Ja, es werden natürlich schon Schlafprogramme angeboten, aber das ist eher so ein Kursprogramm. Und das, was ja, denke ich, auch vom David sehr schön rausgekommen ist, dass ja vor allen Dingen um das Thema Entspannung ein entscheidender Faktor ist. Und die Kombination, die ja letztendlich das Brainlight-Programm Nachts gesund schlafen hat, Entspannung plus Vermittlung von Techniken, ja, dann sehr schön auch gezeigt werden konnte. Und deshalb, ich habe mich die Folie noch nicht vorher gesehen, ich bin total glücklich darüber, dass da wirklich dieser schöne, signifikante Effekt kommt. Auch ja bei erstmal schlafgesunden Patienten. Sie siehst ja, ich sage immer schon Patienten. Das sind ja. Also, ja, bei schlafgesunden, auch da habe ich noch Verbesserungspotenzial, eben durch diese aus meiner Sicht sehr gelungene Kombination aus Vermittlung von Entspannung, Entspannungstechniken, aber auch ganz viel Wissen, Praxisanleitung, how to do it. Ja, und das geht meiner Meinung nach ganz klar über das, was sonst bei den Sachen, wenn es überhaupt angeboten wird, hinaus. Das ist auch meine persönliche Erfahrung. Der Schlaf auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement findet aus meiner Sicht viel zu wenig Beachtung. Ja, und das ist ganz wichtig, dass das mehr in den Vordergrund kommt. Ja. Ja, das hören unsere Partner auch, wenn die mit Unternehmen sprechen. Das wird also ein großes Thema. Vielleicht magst du was oder vielleicht magst du noch was dazu sagen. Ich finde ja dein Programm ganz hervorragend, hast du auch vorhin schon gesagt. Da ist sehr viel Inhalt, Vortragsinhalt. Und es werden sogar Fragebogen in der Broschüre angesprochen und mitgegeben. Vielleicht magst du da noch mal was dazu sagen, inwieweit jemand, der das anwendet, also wirklich so ganz fundierte Kompetenz erreicht und bekommt. Ja, also tatsächlich haben wir in den einzelnen Programmpunkten das so strukturiert, dass wir viel Wissensvermittlung über den Schlaf haben. Also bei der einen Sitzung weiß man danach, warum schlafe ich, was für Schlaftypen gibt es, warum bin ich vielleicht ein Morgenmensch oder ein Abendmensch, bin ich Langschläfer, bin ich Kurzschläfer.
In einem anderen Programmteil werden genau diese vier Schlafregeln noch mal ein bisschen genauer dargestellt. Warum mache ich das überhaupt? Weil sonst kann ich sagen, mach das. Und wenn ich nicht weiß, warum, ist es komisch. Also fände ich es komisch, deshalb erklären wir das auch. Aber wir haben auch mehrere Teile drin, wo es um unterschiedliche Entspannungsmethoden geht. Ja, die sowohl bei den Gedanken, was oft zu beobachten ist, wenn man ja doch einen stressigen Tag hat und das verfolgt einen manchmal mit ins Bett, was mache ich dann ganz konkret? Aber auch die Fragebögen, die du angesprochen hast, da gucke ich erstmal, wie geht es mir denn überhaupt? Und dann komme ich zum Beispiel heraus, dass ich mit diesen durchschnittlichen 8 Punkten, die der David eben festgestellt hat, doch ja zwar noch zu den gesunden Schläfern gehöre, aber bei 10 wäre es ja schon auffällig. Ja, und kann mich dann aber im weiteren Verlauf selber kontrollieren, geht es mir denn nach dem Programm besser? Und das ist ja ganz schön nachzusehen, das funktioniert. Ja, ich bin auch ganz glücklich, so in dieser komprimierten Form die Ergebnisse heute mal ganz kurz präsentiert bekommen zu haben. Ich glaube, das hilft auch wirklich vielen. Und wir können, wenn wir so fundiert sagen können, einen Kunden oder Interessenten, Mensch, das hilft wirklich, das ist nachgewiesen, probier es aus. Und das ist natürlich sehr gut für uns alle im Hintergrund. Ich wollte jetzt bei den Teilnehmern fragen, wir wissen, es gibt bald Fußball, aber gibt's denn noch Fragen in der Runde oder haben wir das alles so auf den Punkt gebracht, dass alle Fragen beantwortet sind? Ich sehe jetzt im Chat keine einzige Frage, was ein großes Kompliment mal an dich ist, Markus, und auch an dich, David Lennart. Dann habt ihr sehr viel berührt, weswegen die Teilnehmer hier sich angemeldet haben und angesprochen und schon erklärt. Gibt es noch Fragen? Nein? Dann würde ich sagen, herzlichen Dank euch beiden. Markus, herzlichen Dank, David Lennart, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Finde ich ganz klasse. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern und heute spielt Deutschland, habe ich gehört. Drücken wir ihnen die Daumen. Ne? Ich habe gehört, es muss ein ganz wichtiges Spiel sein. Und dann sage ich herzlichen Dank und ja, gutes Spiel und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.